Mein Name ist Kai Dittmann und heute dreht sich's mal nicht um das Thema Haare. Ich habe mich für den C43 AMG entschieden und gegen den 640i Grand Coupé, weil dieses Teil einfach ein Spaßmaschine ist ohne Ende. Er bietet nicht nur genügend Stauraum, sondern auch viel Fahrfreude. Schon alleine der Knopf, dass die Klappen hinten aufgehen mit dem Auspuff, das ist krank. Das ist einfach ein Spielzeug für einen Mann, das ist einfach für einen Mann gemacht. Was das Auto auch noch hat, der hat Allrad und der liegt mit dem Allrad sowas von krank auf der Straße, dass er den Sprint von 0 auf 100 in sage und schreibe 4,8 Sekunden schafft. Das ist echt für die 367 PS, was der hat, sehr, sehr schnell. Weil wenn ihr mal Statistiken anguckt von anderen Autos, die um die 500 PS haben und vielleicht nur Heckantrieb, die packen das nicht. Die sind so bei 5 Sekunden, 5,5 Sekunden. Deswegen die 4MATIC, was der C43 AMG bietet, ist grandios und dadurch liegt der mega krank auf der Straße. Des Weiteren hat mich an dem Auto überzeugt, als ich ihn in Probe gefahren bin, ja, das Interieur. Das war ein großer Vorteil und da muss man sagen, wer Mercedes noch kennt, so vor 10, 8 Jahren, da war das immer so ein Opa-like. Jetzt in den letzten Jahren hat sich da einiges getan. Ihr habt das ja gesehen im Anfang-Trailer, das ist mega sportlich, es sieht einfach schön aus und da finde ich, da hat Mercedes in den letzten Jahren bei den deutschen Firmen am meisten aufgeholt. Das war auch ein Punkt, warum ich mich für den Mercedes entschieden habe, weil beim BMW hat sich nach meiner Meinung nicht sehr viel getan. Dann, als ich den Probe gefahren bin, da war eigentlich dann die Liebe schon sofort da. Ich bin aus dem Auto raus, bin vom Parkplatz und die Überlegung, die war gar nicht mehr so groß. Für mich war es klar, es wird der C43 AMG, weil zu einem kann man das Auto auch normal fahren. Der hat eine 9-Gang-Automatik und der fährt so locker und flockig in der Stadt mit 50 km/h im fünften Gang. Also man kann ihn echt, wenn man ihn ganz normal fährt, auch unter 10 Liter hinbekommen. Als ich ihn abgeholt habe, ich habe das Auto in Ellwang gekauft, da habe ich es dann mal laufen lassen von Karlsruhe bis nach Freiburg, das sind so 120 Kilometer und bin jenseits von 160 gefahren und auch da war der Spritverbrauch nach meiner Meinung in Ordnung. Also das ist ein 6-Zylinder mit einem Biturbo und ja, wenn man drauf drückt, klar macht er den Hahn auf, aber wenn man normal solide fährt, dann kann man das Auto auch spritsparend fahren. Aber wer einen AMG kauft, der denkt nicht an Spritfahren. Der lässt es laufen und weiß genau, was ich meine. Was mir bei dem Auto auch wichtig war, war zum einen, dass er das Soundsystem vom Burmeister drin hat. Dann wollte ich elektronische Sitze und Head-Up-Display, da habe ich sehr viel Wert drauf gelegt, weil wenn ich mir schon so einen Schlitten leiste, dann soll der schon auch gut ausgestattet sein und nicht das ein oder andere fehlen. Dann hat er noch das Spurhaltesystem und den Lenkpilot. Ist eine lustige Sache. Ich hatte das davor noch nicht. Wenn man dann alles einstellt, Abstandsbemesser, Spurhaltesystem und Lenkassistent, dann kann der eigentlich so gut wie alleine auf der Autobahn fahren. Wenn man jetzt Tempomat 160 einstellt und kommt zu nah auf dem Auto, dann bremst er alleine ab. Und wenn das Auto dann auf die Seite geht, beschleunigt er wieder auf seine eingestellte Temperatur, genau, auf seine eingestellte Fahrgeschwindigkeit. Und so hält er dann die Geschwindigkeit. Und mit dem Spurhaltesystem, sobald man Richtung Linien kommt, dann gibt das Lenkrad ein Signal und führt das Auto wieder mit einer leichten Ruckbewegung zurück in die Spur. Das war auf jeden Fall ein Assistent, den ich haben wollte. Besitzt er das große Navigationssystem Command. Und der Spaßknopf, was für den AMG fast ein Muss sein muss, der Klappenauspuff, da kann ich hier mit einer Taste auf den Knopf drücken, dann geht hinten die Klappe auf und dann macht der ein Mordslärm. Und wenn man dann noch auf Sport Plus oder Sport schaltet und dann mal drauf drückt, dann knallt es hinten raus. Meins ist in der Stadt nicht. Ich finde es ein bisschen too much, aber auf der Autobahn, da macht es Spaß. Ja, was hat er sonst noch Gutes? Mir war wichtig, dass er das AMG-Lenkrad hat. Ich finde, das gehört dazu.
Die Schaltwippen haben sie so oder so. Das macht auch als Spaß, wenn man sich damit beschäftigt. Ich habe mein BMW davor. Ich hatte vor 6 Jahren schon mal einen 630. Da habe ich da auch immer damit angefangen zu schalten. Also wenn man mal schnell runterschalten will, macht das echt Laune. Und ich kann ein bisschen noch das Auto selber steuern. Des Weiteren besitzt er noch Teilledersitze, Sportsitze, die ich über die Tür natürlich über die elektrische Sitzeinstellung steuern kann. Und Platz für die Kinder ist auch da. Bietet das T-Modell auch mehr wie der 640i Grand Coupé. Ich habe 2 Kindersitze drin, die passen schön rein. Fußfreiraum, dass die da nicht gegen die Sitze stoßen. Und in der Mitte ist auch noch ein bisschen Platz. Also das bietet der Bolide auch. Also nicht nur die Fahrfreude bietet das Geschoss, sondern auch Stauraum. Rundum muss ich sagen, ich bin sehr begeistert von diesem Auto und freue mich auf die nächsten Jahre, dass ich damit die Straßen unsicher machen kann. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über ein Like freuen. Macht's gut, euer Kai.